Ich glaube, das können wir sogar nehmen als Fluchtfahrzeug. Ich werde jetzt nicht großartig hier rumüberlegen. Ich habe jetzt noch keine richtige Ahnung, wo wir genau hinfahren müssen hier. Ich glaube, es geht in das IAE-Gebäude. Von daher werde ich dort in der Nähe den Fluchtwagen verstecken. Irgendwo im Parkhaus oder so. Das ist das IAE-Gebäude. Irgendwo in der Stadt. Irgendwo hier war das, glaube ich. Irgendwo hier. Oh, ich bin natürlich falsch abgebogen hier. Ja, vielleicht finde ich auch noch ein besseres Fahrzeug. Also Land Rover, den würde ich gerne wieder haben. So, da rein. Ja, mal gucken, ob ich noch einen Land Rover finde. Auf jeden Fall was Dezentes, haben sie gesagt. Was Schnelles, Dezentes. Mal gucken. Wenn ich wollte, könnte ich den natürlich jetzt mit schusssicheren Reifen und so weiter bestücken. Aber ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht machen. Ja. Also ich glaube, hier ist der Land Rover. So. Die Karre nehme ich jetzt. Die war nämlich gut letztens hier. Keine Ahnung, was das hier für eine Marke ist. Gilly Brander oder sowas. Obwohl, ich glaube, der ist oder langsamer. Ich weiß es nicht. Aber ist ja auch egal. Ich werde ihn jetzt hier irgendwo verstecken in der Stadt. Dass ich den dann gleich benutzen kann. Ja doch, der ist ganz gut. Ich glaube, den kann man durchaus als Fluchtwagen nehmen. So. Schon aufpassen, die Karre nicht gleich zu Schrott fahren. Ich glaube, es muss auf jeden Fall ein Viertürer sein. Was haben wir denn hier? So, und das war die Purse. So. Im Ernst? Das hat er überlebt? So, wie viel Geld? 500? Das hat er nicht mal einen Polizeistand gegeben. Ich gebe dir das Geld zurück, ausnahmsweise. Oh Mann. Oh, you are such a sweetheart. I'm not even from here. Thanks so much. Ja, toll. So, wem interessiert das? Aber ich habe $50 Gewinn gemacht. Wenn ich das jeden Tag machen könnte, wäre eigentlich ganz gut. So, dann könnte ich mir nämlich am Monatsende, naja, ich will nicht sagen einen Job sparen, aber auf jeden Fall, man könnte gut davon leben, denke ich mal. So, ich werde den Fluchtwagen jetzt wahrscheinlich hier drin parken, einfach mal. So. Gucken, ob ich ihn hier parken kann. Kann ich ihn so parken hier? Ich glaube, ich muss jetzt hier was anrufen, wenn ich mich nicht irre. Der Ort ist blockiert, okay. Schade. Oh Mann, warum muss das immer alles so kompliziert sein hier? Ist das überhaupt hier IAE-Gebäude in der Nähe? Ich glaube, da hinten irgendwo ist das. Auf jeden Fall müsste man es von Weitem sehen schon. IAE? FIB, also ist IAE auch da hinten irgendwo. Da passt das ja schon mal. So, also ich glaube, dann war das hier irgendwo, oder? Ich glaube, hier. Fahren wir hier hinten lang. Oh mein Gott. Ja. Alles machbar. Wenn der Platz natürlich blockiert ist, von was auch immer, dann wird es natürlich schwer. Ja, er lenkt auch ziemlich gut, wie gesagt. Also ich glaube, der ist gut geeignet als Fluchtwagen. Ah, hier ist auch ein Parkplatz. Ich mache das jetzt so, ich parke die Karre jetzt einfach hier. Nicht unbedingt ein Parkverbot. Ja, ich denke mal hier. Hier parke ich das Auto jetzt. So, dann passt das. So. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier so machen. Fluchtwagen. Kann ich das jetzt hier? Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Genau, so war das. So. Perfekt, dann kann sie jetzt wahrscheinlich losgehen. Hey, I got a ride for our getaway, homie. Well done, where's it stored? Peel Box Hill. All right, Peel Box Hill. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. Ist natürlich super genau hier. Ich weiß nicht sogar, wo diese komische Dings ist hier. Ich weiß gar nicht, dieses Zentral-Dings da. Ja, Fluchtwagen, schön. Haben wir jetzt auch gemacht. Gibt nicht mal eine Medaille oder sowas.
So, gehen wir mal zu Lester nochmal schnell. Ich brauche ein Auto. Hier, du. Oh, du Wichser. Fahren alle Land Rover hier, ne? Das ist ja nicht schlecht. Passt das ja. Hat eine schöne Farbe auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut sowas. So. Aber die Farbe wird eh nicht lange bleiben. Lester? Ah, hier ist er. Dieses Lester auf immer hier am Vergnügungspark. Ah, ist ja auch egal. Ich glaube, das Auto ist auch schon getuned hier. Ja, ich glaube, das ist getuned. Das ist deutlich schneller wie der andere, habe ich das Gefühl. Ich glaube schon, dass er getuned ist. Also, wenn man Glück hat, haben die Autos ein kleines Tuning schon serienmäßig. Müsste man halt mal testen, ob das wirklich so ist. Weil das Auto kommt mir wieder deutlich schneller vor. Oh mein Gott. Oh Gott. Ein Wunder, dass ich das noch überlebt habe hier. Ich dachte schon, ich werde vorher schon in den beiden Autos irgendwie verkeilen, aber nein. Das ist auf der anderen Seite auch. Okay, das ist irgendein Aluminium-Scheiß hier. Aber das kann eigentlich kein Mensch überleben, sowas hier. Aber echt nochmal Glück gehabt hier. Hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Krankenhaus, tot. Aber egal. So, Auto fährt zum Glück noch. Ist auch ein Wunder. So, danke für die Kurve. Ich will nicht wissen, wie viele Leute hier sterben jeden Tag. So, gucken wir was Lester. Ach, Lester ist da unten. Ah, man kann hier gar nicht runter, schade. Oh, das war, da bist du aber selber schuld gewesen jetzt hier. Wie wär's mit abhauen? Na, Pech gehabt. So. So, Lester, wo bist du? Lester? Lester? Ah, hier ist er. So. Wow. Schöne Verletzung auf jeden Fall. Die Vagos waren da. Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the das kommt mir sehr bekannt vor, irgendwie, von einer realen Firma. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Wie gesagt, wir können jetzt, wenn wir wollen, oder es wäre sinnvoll, ich hab's beim ersten Mal, habe ich es nicht gemacht. Wir werden ja jetzt den Aktienkurs ein bisschen ändern hier. Dazu muss ich auch wahrscheinlich eine Internetverbindung haben. Mollis auf jeden Fall, hat er gesagt. Mollis Aktien müssen wir setzen.
Wir müssen halt jetzt möglichst viel Molles Aktien kaufen. Soweit ich das verstanden habe. Weil die andere Aktie jetzt in den Keller gehen würde. Oh, was machen wir denn hier? So, das werden wir natürlich nutzen hier. Ich habe leider keine Sticky Bombs mehr. Mal gucken, ob es klappt. So. Schade, klappt nicht so ganz. Ich dachte eigentlich, der Geldtransporter tut jetzt irgendwie Geld aus der Klappe verlieren. Aber scheinbar nicht. Auf jeden Fall werde ich den Transporter natürlich jetzt verfolgen noch. Das mache ich jetzt. Also da bin ich jetzt... Oh Mann, die ziehen gut weg hier, die Geld. Eigentlich dachte ich jetzt, okay, Geldtransporter. Das war wahrscheinlich kein richtiger. Ja, normalerweise müsste der eigentlich jetzt hier... Ne, der geht nicht auf. Sollte eigentlich, aber... Manchmal sieht man halt Geldtransporter rumfahren. Aber der scheint leer zu sein hier, wie es aussieht. Weil normalerweise müssen die nach ein paar Schüssen aufgehen, die Geldtransporter. Aber jetzt, was ich jetzt mache. Ich klaue jetzt die Kiste. So. Oder sterbe jetzt, wie auch immer. Keine Ahnung, was die Polizei hier macht. Oh Mann. Hätte ich bloß die Reifen vorher zerschossen. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn jetzt hier, glaube ich. Es ist auf jeden Fall schwer jetzt zu entkommen mit dem Geldtransporter. Ja, das dachte ich mir schon. So. Wird auf jeden Fall schwer werden jetzt zu entkommen hier. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Ich glaube eher nicht. Trottel. So, auch mal schauen. Eine lange gerade Strecke jetzt haben. Oh Mann, was ist hier los? Ich weiß nicht, ob jetzt die Mafia hinter mir her ist oder irgendeine Bank. Oh mein Gott. Ne, ich glaube, ich suche mal ein anderes Auto hier lieber. Okay, das ist definitiv der Tod jetzt hier. Das ist der Tod. Ja. Aber naja, das war mein Spielchen jetzt hier. Ein Test sozusagen. Von daher. Seid mir da bitte nicht böse jetzt, aber das musste mal sein. Ab und zu muss man ja auch mal ein bisschen Scheiße machen bei GTA. Und da wird man wirklich schnell, oder man macht wirklich schnell irgendwas, was man eigentlich nicht wollte. Oh, der Geldtransporter ist wieder da. Sehr schön. Sogar unbenutzt diesmal. Naja, wie auch immer. Ist das überhaupt ein Geldtransporter oder ist das ein Gefangenen? Warte mal, wie nennt sich das Ding? Ich weiß nicht, ob das ein Geldtransporter ist. Gewerbefahrzeug. Bootstockade oder sowas nennt sich das Teil. Also auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar ganz sinnvoll, wenn man hier... Ich weiß nicht.